White Russian. Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und verschlagen sie ihren Arzt oder Apotheker. Guten Tag! Willkommen im Intro zur letzten, neuesten, aktuellsten Ausgabe der White Russian Session 8, nämlich heute. Was gibt's zu sagen zu Session 7? Nicht viel. Es war relativ ruhig gewesen. Die Herrschaften haben sich damit begnügt, kleinere Dinge mit einem gewissen Ork zu besprechen, deswegen auch der schöne Name. Haben dabei rausgekriegt, dass es sich überhaupt nicht lohnt, mit dem eigentlich zu sprechen, haben ihn aber noch schön operiert. Und jetzt starten sie quasi mit neuen Informationen über das Ganze in die Session ein. Ich habe beim letzten Mal nur das Gunfist-Bild eingeblendet, werde dieses Mal aber den Plan, also den Lageplan von dem Fleischer-Casino einblenden. Sobald es also quasi wieder zu hören ist bei den Herrschaften im Podcast, dürft ihr quasi wieder live dabei sein und einschalten und euch das Bild angucken. Ist aber eigentlich gar nicht so wichtig. Ihr werdet auch noch sehen, warum. Merkt euch einfach nur, was ich gesagt habe, merkt meine Worte und freut euch dann, wenn es soweit ist. Ich entlasse euch hiermit dann in die neueste Session und wünsche euch viel Spaß und bleibt geil, wie der Spieler das so schön immer sagt. Tschüss! Ja, geht los, Leute. Jetzt will aber keiner mehr reden. Wir haben uns gerade so rausgeplaudert. Genau, wir haben uns verausgabt. Oh. Nein, es ist doch... Ihr wolltet doch 2 Tage Es ist der 12., ja. Mann, kommt doch mal so recht. Hat er gesagt 12.2. gerade? 12.12. 12.12. Jojo hat in 6 Tagen Geburtstag. Oh nee. Am 18.12. hast du Geburtstag? Jojo hat am 18.12. Geburtstag, ja. Der richtige Geburtstag oder ist es der Geburtstag, den Billy weiß? Jojo ist, was ihren Geburtstag angeht, immer recht dingsig gewesen. Kannst du dingsig definieren? Na, sie Penibel. Hat einfach irgendwann mal gefeiert, aber sie hat nie wirklich... Ja, so viermal im Jahr Geburtstag feiert, ne, ich verstehe. Nö, sie hat einfach nie wirklich Geburtstag gefeiert. Na gut. Du hast ja auch Billy nichts geschenkt, also kannst du auch nichts Stimmt. erwarten. Ja. Hure. Doch, ich glaube, die hat mir was geschenkt. Die hat mir das Kleidchen zum Beispiel geschenkt. Doch. Das war aber nicht zum Geburtstag, oder? Ich glaube, wir haben aber irgendwas am Geburtstag gemacht, glaube ich. Das Vicky hat dir was geschenkt. Ich wollte schon sagen, das war nämlich, wir haben uns erst abends getroffen. Das war aber in der Zeit genau, wo Jojo so ein bisschen unpässlich war. So eine von den Zeiten, ich weiß auch nicht genau, welche das war. Ja, ich versuche jetzt auch gerade, das irgendwie wieder zu rekonstruieren, aber... Das war, ich glaube, einer von denen... Wann hat Billy Geburtstag? Am 17. Mai. Siehst du, das fiel noch in die Zeit rein, wo der Spielleiter Scheiße gebaut hat. Glaube ich. Nein, das fiel ja schon lange nicht mehr rein. Auf gar keinen Fall. Doch? Nein, da wart ihr schon in der dritten Episode und hat Billy schon ihren Pelz verloren gehabt. Tut mir Nein, da, hat, da ist Billy mit ihrem Pelz noch im Café gewesen. Nein. Doch. Ist das jetzt witzig? Ist das jetzt wichtig für den weiteren Verlauf des Abends? Nein, ist es nicht, aber es geht darum, dass Gut. ich recht dass habe ich und der Spielleiter habe. Nicht. Da hat Billy ihren Pelz noch lange okay, nicht, verloren. Noch nicht verloren. Aber ich glaube nicht. In der dritten Episode auf jeden Fall. Und das da kann gut sein. Nichts mehr. Ich meine, das wäre nach Machina gewesen. Oder vorher nee, sogar noch? Das war natürlich vor Machina. War das nach Machina. Das war, deswegen, nee, deswegen nee, es war auch vor Machina, mehr. Ne? Nein. Ach, fickt euch doch, ist doch scheißegal. Egal, Frustikus. Das war die Folge Kaffee und Kuchen und das war Episode 3, ich weiß es noch. Genau, nicht. Kaffee Bitches! War mein Geburtstag. Na gut. Billys Geburtstag. Jutti, also der 12.12., was geht ab? Wir haben, was liegt an, Herr Kaloil? Bei mir erstmal nichts, macht nur. Wir wollten uns wieder treffen, hatten wir gesagt. Ach, genau, wir wollten uns wieder treffen. Während der Zwischenzeit hatte ich mal in der Gegend rumgeguckt. Wir haben alle ein paar Infos gesammelt. Ey, habt ihr ja, ne? Ja, wir sollten das eventuell auf dem Alex quasi mitteilen, oder? Ach so, ja, Moment. Ich werde gleich mal kurz Alex ins Bild setzen. Das ist schön. Du kannst es, glaube ich, stark raffen. Ja, ich werde es auch stark raffen. Ich werde es auf WordPress stellen, ja. Ich muss es nur mal eben gerade finden. Wo war das denn? Spielabend-Spoiler. Nicht? Im Spielabend-Vorbereitung oder so hieß es. Ah ja, genau. Stimmt. Spielabend-Planung. Plan? Planung, ja, ja. Die sind so sophisticated, oder? Das wirkt, als hätten sie einen Plan. Ich war sophisticated. Wir haben trotzdem keinen Plan. Genau. Nein, haben wir noch nicht. Also, Dellinger, also vielmehr Kaban, wollte ein bisschen was über die Wachen wissen. Und das sind ein paar. Weniger als 10, mehr als 5. Bewaffnung, Gänger halt.
Ja, schon bessere Gänger. ja, klar sind das bessere Gänger. Das sind schon, naja, mit ein bisschen Pistolen und Schrotflinten und alles, was man so haben kann. Und Cyberware. Und Cyberware, ja, selbstverständlich. Das sind ja auch teilweise ehemalige War und zwar von der besseren Sorte, denn immerhin haben sie den Krieg überlebt. Das heißt, sie können auch nicht ganz blöd sein oder hatten einfach wahnsinniges Glück. Oder ganz viel Metall. Oder ganz viel Metall, genau. Also es gab ein Sicherheitssystem in diesem Casino, das war aber relativ schlecht. Also gab halt ein paar Kameras. Es gibt diese Druckpolster, die verkabelt sind. Das war das Einzige, wo Billy nicht drauf kam. Die hat nämlich mal einfach dieses komische Script-Kiddy, was sie da mit haben, irgendwie ja, gedingst, Checkt. ausgespielt, abgecheckt, genau, und hatte auch überhaupt keine Probleme damit. Es gibt ein paar Max-Schlösser, ist relativ easy. Ansonsten, ja, es gibt ein paar Einstiegspunkte, ist aber relativ uninteressant jetzt, weil ihr den Plan sowieso nicht habt. Ja, also wir haben ein paar. Will sie, wollen wir das nicht ins Video einbauen, den Plan? Doch, der wird Können eingebaut. wir ins Der ist Video wahrscheinlich einbauen? gerade sogar am Laufen. Gehe Genau, ich mal von so. aus. Wenn nicht, tut's mir leid. Dann stelle ich ihn auch auf WordPress. Jo. Oder so. Was die Fleischer wohl in ihrem Turf gemacht haben, ist, dass sie den Squattern, also dass sie angefangen haben, ein bisschen mit den Squattern zu arbeiten. Und zwar geben sie den Squattern ein bisschen Verpflegung im Gegensatz dazu, also zumindest die irgendwie da in der Nähe rumgammeln. Das wird Matrioschka Und sein. wer auch immer das ist, wir wissen nicht, wer das ist. Jojo, komm, also Flummi, komm schon, da steht, sie kriegen ein heißes Süppchen und ab und Ja, zu mal ein klar. süßes Gebäck. Natürlich wird das Matrioschka sein. Naja, auf jeden Fall werden die da auch so ein bisschen angefixt quasi. Dann gibt es da noch ein paar Street Kids, die da rumgammeln und quasi die Laufburschen für die Gang sind. Vermutlich in der Hoffnung, dass sie irgendwann vielleicht auch mal Teil der Gang werden können. Die haben sich aus Solidarität das linke Ohrläppchen abgeschnitten. Ja, hingehen kann da eigentlich jeder. Schusswaffen sind in dem Ding nicht erlaubt. Die werden am Eingang abgegeben. Und die kriegt man dann wieder. Und es wird halt auch peinlichst darauf geachtet, dass man irgendwie, dass man entsprechend Geld dort verliert oder verspielt. Nutten und Diebe nicht. Die können da halt einfach arbeiten, müssen aber einen Teil abdrücken. Und ja, ansonsten. Genau, dann, wie gesagt, Billy hat es geschafft, relativ einfach auf das Deck dieses Script-Kiddies zu kommen. Mark-Schlösser kann sie dran, Kameras hat sie, Infos, also da kommt sie auch drauf, die kann sie auch steuern. Fusel, also genau, dann ging es da noch ums Catering. Das war auch, naja, billig Fusel halt. Ansonsten, das war's, glaube ich. Das war, glaube ich, die grobe Zusammenfassung. Ich hasse den Applaus. Ich auch. Vor Ja, der allen ist so Dingen, richtig so. ja, Bläh. ja, ich fühle mich gerade echt Weiblich? Das hast du. Dreckig. Sagen wir es mal so, du hast das toll vorgelesen und schön zusammengefasst. So. Ja, genau, wir wollten uns wieder treffen, um das mal abzukürzen. Spielleiter? Spielleiter, ich kann dich leider nicht kicken, das ist dein Glück. Ja, mach. Das war das Zeichen zum Wiedertreffen. Hallo? Wo Moin, treffen wir uns moin. eigentlich? Wieder treffen Nee. wir uns bei Jojo oder bei einem von euch? Oder irgendwo Wir ganz anders? können uns bei mir treffen. Okay. Mal heute. Juti. Ja, das hatten wir Hey. schon. Ich wollte es noch mehr beschleunigen. Hallo. Na, ihr? Na, wie Na? geht's euch jetzt? Oh, mir Oh geht's wieder gut. Wie ja. geht's deinem Schnupfen? Ja, doch, doch. Geht, ne? Nies mal. Geht jetzt gerade so auf Anhieb nicht. Okay. Tür zu? Ist doch so. Die Tür ist zu. Echt? Ja klar. Ich habe sie nicht klicken gehört. Egal. Klick. Hast recht, hier war wirklich nicht zu. Siehst du? Hast gute Ohren. Respekt. Wer ist Nicht denn jetzt nur letzter reingekommen? Ich Paranoid-Ohren. fast nicht.
Nee, deswegen habe ich ja geahnt, dass die Tür nicht zu ist, weil ich sie nur nach hinten geschmissen habe, es aber nicht habe klicken hören. Ah. Das ist, hast du gut gemacht. Nee, habe ich nicht wirklich. Möchte jemand was zum Trinken oder was zum Essen haben? Cola. Cola, okay. Ohne Schuss, bitte. Verständlich. Keine Leitung während sowas. Was hast du denn alles da? Sonst nämlich auch eine Coke. Also generell habe ich was ganz Spezielles, das nennt sich Herbs. Was ist Herbs? Du kennst ja Herbs nicht, warte mal. Und Billy bestellt bei Herbs einen seiner neuesten Kreationen. Mhm. Herbs neueste Kreation ist ganz lecker. Birnenpfeffi mit Zimt? Es ist Birnenpfeffi mit Zimt ohne Alkohol. Flummi bekommt nix. Also ich dachte, Cola halt. Eine Cola kriegt sie. Jojo wollte nee, Cola haben. Nee, die kriegt nix. Achso, ich nehme... Wieso kriegst du... Was? Moment, ja doch, ich weiß, woran es liegt. Das mach dich mal locker. Herbs, die Restriktion, die ich auf Flummi gelegt habe, ist hiermit gelüftet. Geliftet. Auf Jojo, nicht auf Flummi. Ach ja, auf Jojo. Richtig. Jojo ist wieder... Sie ist wieder lieb. Alles okay. Dann wird Herbs. Der Kuka auch für Jojo ein bisschen Cola abbrechen. Sehr mit schön. Zimt. Schmeckt lecker. Vielleicht. Ich nippe an meinem Getränk. Das ist ein Herbs. Kann ich mal eine Flasche haben? Ich habe nie Flaschen zu Hause, seitdem ich Herbs im Kuka habe. Aber er hat mir Zimt in die Cola getan. Ist doch voll. Ach so, Herbs ist ein Kuka. Ach so, ich dachte, Herbs wäre dieses Getränk. Aber Vanilla Coke ist Herbs auch eklig und Zimt-Coke ist doch viel ekliger. Herbs ist kein Kuka. Herbs ist im Kuka. Also ein er Programm. Er war mal eine Weile in meiner Marshmallow-Maschine. Nein, kein Programm. Ah ja. Was ist es dann? Herbs ist Herbs. Mein Gott, was soll ich denn bei dir sagen? Herbs ist halt Herbs. Wenn mich jemand fragt, wer ist denn Kaban, sage ich, Kaban ist Kaban. Ne? Ja, aber du könntest auch sagen, Kaban ist ein Ork, zum Beispiel. Ja, aber der generiert dich doch nur zu deiner Metamenschheit. Du bist aber mehr als nur ein Ork. Ja, klar, ne? Aber wenn man mich fragt, so, oder beziehungsweise dich fragt, so, hey, wer ist denn ein Kaban? Ja, sagst du ja, dieser komische, glatzige Ork, mit dem ich rumhänge, zum Beispiel. Naja, Kaban ist. Du beschreibst mich halt, ich weiß nicht, was Kaban ist denn Herbs oder ein Herbs oder. Also, was ist das? Eine Entität, also, so wie du eine Entität bist. Verstehst du das nicht? Ein Magier mit Visum. Ein Magier mit Visum. Okay. Ein Wandler der Welten, könnte ich jetzt anfangen. In einer Dimension, in der Struktur, verstehst du das Mosaik? Sowas könnte ich jetzt sagen, dann würde ich aber klingen wie Jojo, aber das würdest du dann auch nicht verstehen. Aber es ist also so eine Art Geist nur für Technomesser. Naja, manche nennen es Geist der Maschine, aber Herbs ist kein Geist. Herbs ist Herbs. Mein Gott. Was gibt's denn da mehr zu sagen? Es ist halt einfach. Er existiert so wie du existiert, nur halt auf einer anderen Basis. Das ist alles. Okay. Das kann ich verstehen, ja. Und er ist halt mein Koch. Der hat sich momentan in den Sollkucker verguckt und guckt da die ganze Zeit. Guckt, ob einer guckt. So, ja. Pass mal auf, Herbs kommt aus dem Sollkuka AR sichtbar rausmarschiert. Na bitte, da ist er ja. Und schlawenzelt um Kaban, besser gesagt seine Person herum, und deutet immer wieder in eine Richtung von Kabans Comlink-Speichereinheit, Archiv 4. Oh je. Ganz, ganz was? Traurig und wimmernd und mit leicht glühenden, glänzenden Augen. Okay, also das ist, der sieht irgendwie lustig aus. Mach mal eine Freigabe auf den Folder 4 bei dir. Du hast ja bestimmt ein Backup von deinem Comlink Anyways gemacht. Oder mach dir mal eine Freigabe auf deinen Folder 4. Nicht Folder 4, auf den Speicher 4. Das sind die. Also, wenn ich das richtig verstehe, sind das die Rezepte meiner Oma und meiner Mutter? Ah, cool, ja, mach mal frei. Cool. Hast du ein Backup davon? Warte mal kurz, ich zieh's mir eben kurz. Ansonsten schieb's mir mal rüber, dann lass ich ihn bei mir. Ja, ich schieb dir die Dinger rüber. Okay, yep. Dann mache ich's für Herbs frei. Also sind ungefähr so geschätzte 1300 Rezepte. Oh, das wird dir natürlich... Hausmannskost. Einen Harten machen, Alter. Oh ja, Herbs bekommt zwar keinen Harten, aber er springt sofort bei Billy da rein, wo das jetzt eingespeichert wurde, und kommt dann immer wieder so vielleicht 100 Mal in Ultrageschwindigkeit mit so einer Servierplatte mit so einem
Ah, mit so einem Deckel raus, in beiden Händen jeweils eine. Schreibt und, er auch jedes Mal die... Bazinga? Nein. Und bringt die dann in den Zollkuker. Geil. Oh, das wird ihm Spaß machen. Da bin ich mal gespannt, was er die nächsten Tage kocht. Das sollte man mal öfter okay. sein. Es wird auf jeden Fall nicht fettarm, Billy. Es sind vermutlich viele Rezepte, die auf echten Lebensmitteln basieren, ne? Ja, richtig. Oh, shit. Oh, das kann man alles imitieren. Ja, gut, schauen wir mal. Das wird interessant. Ja, dann setzen wir uns mal auf die Couch. Ja, gerne. Und er kocht quasi, also in, das ist halt... Er interpretiert jetzt diese Rezepte, die er jetzt gerade von mir gekriegt hat und kocht die dann auf dem Säukocher nach? Du, das oder? Denke ich jedenfalls mal. Er hat eine Vorliebe fürs Kochen aus irgendeinem Grund entdeckt. Früher hat er mal nur Müllgarn gefressen, also Datenmüllgarn gefressen. Mittlerweile okay. hat er irgendwie das Gourmet entdeckt für sich und lebt das jetzt aus in der momentanen Phase. Wie das weiter? Er hat sich auch stark verändert, seitdem er im Säugucker ist. Ja, es hat irgendwie angefangen, seit er irgendwie... Bei dir in der Marshmallow. Genau. Seit er mit meinem Marshmallow-Maker war. Richtig. Und da hat das irgendwie, glaube ich, hat das rausgefunden. Er hat ganz coole Sachen mit dem Marshmallow Maker gemacht und dann irgendwann hatte ich den Zollkucker gekauft, weil ich gesehen habe, es macht ihm Spaß. Und seitdem ist er ein Gourmet-Koch. Und wenn du das sehen könntest, was ich sehe, der hat sich ganz viele andere Kumpanen noch dazu gerufen. Und er dirigiert jetzt nur noch mittlerweile. Okay. Er ist quasi ein hoher schon... Chefkoch. Und er ist ein Meisterverkoster. Er ist, ne? Und er ist quasi komplett frei, oder, ist der irgendwie von dir abhängig? Hast du ihn damals gerufen oder wie war das? Er war irgendwann einfach da. Das passiert mit denen einfach. Okay, cool. Ja, ich kenne mich damit sowas nicht aus. Also, Die kommen und gehen. Also man kann, wenn du es so willst, was ich tue, ist, dass ich Bitten in die Matrix einfach stelle und dann hoffe, dass einer der Entitäten sich daraufhin meldet bei mir und mir aushilft. Aber ich habe die nicht unter Kontrolle in dem Sinn. Ich frage die nach Hilfe. Und je nachdem, wie gut ich oder wenig erwischt da, kriege ich gute oder schlechte Hilfe. Ne? Ich hatte es mal ganz blöd erwischt, dann hat der Typ mir fett eine reingehauen. Der Bibliothekar, kannst du dich dran erinnern? Nee, weiß ich wahrscheinlich nicht mehr, ne? Da habe ich eine Bibliothekarin eine so reingewürgt und dann kam der Bibliothekar dazu und hat mir fett einen übergezogen. Ja, das okay. Muss man nicht verstehen. Ja doch, also ich bin ja auch hin und wieder in der Matrix, also ich denke mal, das war ein Abwehrprogramm oder sowas. Wie heißen sie noch? Die hatten doch so einen komischen Namen. Ein IC, meinst du? IC oder so? Ja, genau. Ein IC, ja. Oder ICE oder ICE, aber mag ich eigentlich nicht. Intrusion, es war kein Intrusion-Programm, es war eigentlich das Host-Programm an sich, was da gelaufen ist. Deswegen... Okay. Ja, aber jetzt macht euch mal bequem, ich muss eben mal kurz auf die Toilette. Ja, Spaß. Tschüss. Faszinierend, das Ganze. Naja. Na, ich hab damals quasi immer nur, also von meiner Ma her, was von den Magiern gelernt, also über Magier gelernt. Und also wie er es beschreibt, hört sich das ja echt ähnlich an. Es ist ja auch dasselbe. Ja, sicher? Also ich meine... Ja. Es ist ja schon irgendwie mit den Technik und so weiter. Ich dachte, Technik und Magie verträgt sich nicht so. Na, weil der Ursprung woanders liegt. Quasi. Okay. Also, ich sag mal, ein Tier, das auf die Wüste angepasst ist, kannst du ja auch nicht an den Nordpol setzen. Und umgekehrt. Oh, stimmt. Aber stimmt, es ist, ja. Ne? Im Grunde genommen trotzdem das Gleiche. Ja, stimmt. Also, ja, also, weil es Vierbeiner zum Beispiel. Ja. Nein, Wüstenfuchs würde am Nordpol erfrieren und ein, da gibt es auch am Nordpol irgendwie so ein Schneefuchs oder wie die heißen. Polarfuchs, genau. Und Polarfuchs würde in der Wüste auch ganz schnell abkratzen. Also insofern. Ja, also wenn du mir das so erklärst, klar, das gibt Sinn. Huh. Der Ursprung liegt einfach nur in einer anderen Dimension, aber es ist das Gleiche. Das ist natürlich cool. Aber er wird dann nicht in der Lage sein, auf dieselben Ressourcen zuzugreifen wie du quasi, weil... Das weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann schon. Aber... jetzt einfach noch nicht. Ich vermute, dass er einfach
quasi seinen Weg noch nicht abgeschlossen hat. Und wenn er seinen Weg abgeschlossen hat, dann wird er irgendwann auf dieselben Ressourcen zugreifen können, wenn er den Weg dahin quasi gefunden hat. Weißt du, was ich meine? Na, grob. Worüber redet ihr? Na, sagen wir mal, wenn er es geschafft hat, durchs Meer zu schwimmen und über die Landmasse zu laufen und so, dann hat er genug erlebt, um sich angepasst zu haben und dann kann er das auch nutzen. Also dann kann er überleben, weil er halt... Ne? Ja, ich... Ja, ich denke, ich kann ungefähr das verstehen, was du was du sagst, ja. Worum geht's? Hallo? Über Magie und deine Magie. Ach so. Nenn das nicht Magie. Ich habe da mit Jojo immer Grundsatzdiskussionen drüber. Okay. Wie siehst du das denn, den Unterschied? Also, sie sagt ja, es wäre ungefähr das Gleiche. Also. Nur halt anderer Ursprung. Das kannst du so nicht sagen. Ich denke einfach, pass auf, es ist so, ob jetzt Magie Leben ist oder nicht Leben ist, Fakt ist, die Matrix ist Leben. Ich denke, in der Matrix hat sich einfach eine andere Form des Lebens manifestiert. Würde ich jetzt mal einfach so sagt sagen. Sagt ja auch keiner was. Wie gesagt, ich nehme mein Beispiel zwischen dem Polarfuchs und dem Wüstenfuchs gerne nochmal auf. Ich habe es teilweise mitbekommen, aber es hat eigentlich weniger was mit Polarfuchs und Wüstenfuchs zu tun. Ich finde auch nicht, dass ich jetzt Magie in der Matrix mache. Ich habe einfach nur einen Draht zur Matrix. Das ist alles. So wie, keine Ahnung, wirst du wahrscheinlich sagen, ja, ich habe einen Draht halt zu dieser Ebene der Magie und deswegen kann ich damit umgehen. Aber kann man ja, ich weiß nicht, kann es schlecht vergleichen, finde ich. Na, schwer. Es hat, sagen wir mal so, es hat seinen Ursprung halt einfach in einer anderen Dimension, aber ich glaube schon, dass es Verbindungen gibt zwischen allem und ich glaube, theoretisch könntest du genauso irgendwann dazu in der Lage zu sein, einen Zugang zu meiner Art des Wirkens zu finden oder zu meiner Art, weil letztendlich ist die Energie, die wir handeln, dieselbe. Na, ich weiß ja nicht. Die Energie ist die gleiche und letzten Endes wird alles durch die gleiche... Ja. Es ist alles Leben und was die Magie ist, kann ja auch niemand so richtig sagen. Das ist ja immer noch in der großen Diskussion, die Hermetiker, die sagen ja, ach, es ist ja ganz speziell. Also vor allem, so wenn ich dann meine Mutter richtig verstanden habe, sieht das ja auch irgendwie jeder Magier anders. Also es gibt so grobe Züge, die jeder Magier irgendwie hat. Was hat denn deine Mutter damit zu tun? Meine Mutter war magisch. Ach so. Und sie hat mir halt viel beigebracht, ne, über verschiedene Pflanzen, die halt Magie in sich speichern können. Oder auf was man achten muss. Also wenn zum Beispiel die Welt anfängt zu flimmern, dass dann Geist auftauchen könnte und so weiter und so fort. Also das ist was bei mir noch so die große Preisfrage ist. Ich denke nämlich, Jojo, du weißt ja nicht, hattest du schon mal einen Geist direkt jetzt gerufen? Nö. Siehst du, das wird vielleicht für dich auch nochmal ganz interessant werden. Also du hast ja schon definitiv einen Geist bei dir gehabt. Also das, wenn ich mich daran recht erinnere, ich war ein bisschen durch an dem Tag, aber... Oh, du meinst das, die Kopftante? Auf der Rücksitzbank. Das ist definitiv, war das eine geistige Entscheidung. Also so wie ich die bis dato kennengelernt habe. Ich habe es immer zum Glück nur aus Entfernung gesehen. Ist das nicht einfach Jojos alter Ego? Das würde ich jetzt so behaupten. Nein. Ich habe immer gedacht, das ist dein alter Ego. Nein, das ist sie nicht. Was ist sie denn dann? Sie hat nur meinen Kanal genutzt. Aber was macht die denn? Was macht die mit den Köpfen jedes Mal? Warum bringt die dir überhaupt? Das weiß ich noch nicht genau. Wie? Jedes Mal schmeißt sie dir die Köpfe. Weißt du noch, wie ich mir in die Hosen gepisst habe, als die das erste Mal angekommen ist? Ja. Die blöde Kuh und schmeißt dir den Kopf hin. Das war mit der Katze damals, weißt du noch? Ja, ich weiß das noch. Gott, das war nach Zenit-Scheiße. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum sie das tut. Keine Ahnung. Hat die das schon immer gemacht? Na, erst seit sie quasi... Also sie ist damals... Na, sie hat halt... Ich habe eine ungefähre Ahnung, wann sie das erste Mal erschienen ist. Das war zu dem Zeitpunkt... Na, das war zu dem Zeitpunkt, als uns... auf der Autobahn, weißt du noch? Ja, wo der Hacker uns das Auto fast hat. Nee, als uns das Auto fast zerlegt worden ist. Von der Katze. Ja, genau. War das eine Katze? Ja, das war eine Riesenkatze. Ja, okay, genau. Ja, und irgendwas magisch scheiß Motherfucking, was du dann gemacht hast, wo dir die Haut wegflogen ist. Genau, aber das war sie im Grunde genommen.
Was Na, sie sie? hat meinen Kanal genutzt in dem Augenblick. Der war Aber halt warum? vermutlich wahrscheinlich, weil sie reisen wollte. Und das eine der Möglichkeiten war, es zu tun, weil sie das sonst nicht konnte. Von sich aus. Also ich hab von meinem Begleitern aus der Matrix schon gehört, dass jeder quasi ein Alter Ego nochmal hat. Also wenn du dann recht hast, dass die Matrix und die spirituelle Ebene da dasselbe sind. Also ich habe mein Alter Ego noch nicht entdeckt oder die Anti-Billys, sag ich mal. Nee, ich glaube nicht, dass das ein wirkliches Alter Ego ist, sondern eine Art zweiter Teil, wenn du verstehst, was ich meine. Zweiter Teil aber von dir. Ja, genau, Ja. aber eben auf dieser Zwischenebene, weil dein Körper diese Zwischenebene nicht wirklich erreichen kann und das ist quasi dein Gegenmosaik im Grunde genommen. Dann benutze ich vielleicht das Wort Alter Ego nicht in dem Zusammenhang, wie du es verstehst, aber dann reden wir, glaube ich, doch über dasselbe. Ja, genau. Ich glaube auch, dass wir über dasselbe sprechen, aber das war es nicht. Also es war nicht mein alter Ego, weil sonst hätte ich das ja bewusst steuern müssen. Mein alter Geil, Ego. warte mal, das war eine extreme Situation, weil du wärst abgenippelt, also wir beide wären da in der Nacht abgenippelt ohne sie. Ich habe noch nie bewusst und noch nie freiwillig meinen Körper von meinem Fragment getrennt. Billy springt auf, rennt ins Schlafzimmer und kommt zurückgerannt mit einem Ouija-Board. Nein, das werde ich auch nicht tun. Let's go! Nein. Billy, wirklich Oh nicht. Gott, ich habe einen Turban hier. Lasst mich den Turban anziehen. Let's Billy, go! nein, Billy, Was? ich werde das nicht tun. Versuch's doch mal. Nein, ich werde das nicht tun. Wieso denn nicht? Weil das gefährlich ist. Ach, und es ist nicht gefährlich, Blitze in Gläser einschlagen zu lassen, ja? Doch, Das es ist ist auch sehr gefährlich, gefährlich. Blitze in Gläser einschlagen zu lassen, aber ich werde das jetzt nicht tun. Und als du Kaban die Kopfschmerzen weggemacht hast nach dem letzten Saufen, Das das ist war doch auch was nicht. völlig anderes. Na. Würde ich auch so nicht sagen. Also das Prinzip ist gleich. Du musst nur die. Also. Nein, 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 nein. Wirklich nicht, Kaban, nein. Es ist etwas völlig anderes, zwei Dinge auseinanderzureißen, als etwas Aber jetzt mal ohne Witz, als Energie umzulenken. dein volles Potenzial kannst du doch erstmal anfangen auszutesten, wenn du an mal sowas herangehst, oder? Das ist Also. richtig, aber ich werde jetzt garantiert keine Magier herbitten. Wieso Magier? Wenn ich das Na. richtig verstanden habe, sind das, was andere Leute, Geister, Diener und sowas, in ihren Augen andere Magier aus Fremdwelten? Ja. Hast du gesagt? Genau. Also Reisende Meinst du irgendwie, glaube echt? ich. Ja. Ich war, also das stelle ich jetzt, ne, naja. Also, Na, sie haben einen eigenen Willen. Du kannst das doch auch. Haben Sprites auch, ja. Meine Ma hat mir das immer damals erzählt. Also, sie hat immer die Verwandten beschworen. Also, sie hat zu den Geistern gesprochen, sagte sie immer so zu Ja, den aber Ahnen. verblichene. Genau, also sie äußerten sich immer so, als wenn das vergangene Leute, also ne, vergangene Entitäten wären. So sahen Billy sie halt klopft immer wieder aufs aus. Ouija-Board. Billy klopft wieder aufs Ouija-Board. Yay, let's go. Aber das ist, sie sagte, es wäre halt bei ihr so, dass es halt, weil sie halt eine sehr starke Bindung zu ihrer Familie hatte, wäre das halt so und bei, also sie konnte auch Familienangehörige anderer Leute dann befragen, wenn man bei dem zu Hause war und um Hilfe bitten. Aber Dann war zum sie aber ein Beispiel, Medium, oder? Das sagt man doch Medium dazu dann normal. ja, nee, also sie konnte mit ihnen sprechen und sie konnte ihnen um Hilfe bitten. Also die erschienen dann auch und haben Hilfe geleistet. Ein Na, ich. Flug zum Beispiel, der sich halt verkeilt hatte, wieder rausgeholt oder sowas. Was? Ein Flug. Ach, ein Flug fürs Feld? Ja, zum Beispiel. Aha. Wie alt war deine Mutter? Ja, wieso?
Na, ich frag ja nur. Also, wir haben nicht, also auf dem Ländlichen kann man durchaus mit dem Flug arbeiten, wenn man, hallo, das ist doch nicht das Problem. Da wenn man braucht so man halt Stier kein, hat, ne? Braucht man kein Benzin, also das ist, in der Gegend war Benzin und andere Treibstoff waren halt relativ rar, deswegen, war halt ein teures Handelsgut. Ja, ich weiß ja nicht, aus welcher Gegend du kommst, so richtig. Nah an der Grenze zu Jakutien, das ist... Erwachtes Gebiet? Das ist bald schon erwachtes Gebiet, ja. Und dementsprechend war halt wieder Vorräte an Sprit und Treibstoffmittel wurden halt entweder annektiert von entsprechenden Truppen, die da waren, oder ja, hat halt nur begrenzt Ressourcen gehabt. Mhm. Na gut, also wir wollen keinen Geist heute Abend beschwören. Ich bitte darum, dass... Nein. Also, okay, ich werde gerne bei dir sein, wenn du das machst, weil es soll schon sehr gefährlich sein, wenn man das nicht macht. Was willst du denn machen? Naja, wenn... Ich weiß nicht, also... Ich glaube, sie ist noch nicht so stark, dass ich nicht mit dem Geist fertig werden könnte. Sie, naja, also... Ein Mensch, also beziehungsweise ein Magier, ein Zauberer, hat, weil ich das weiß, eine gewisse Kraft. Und in dem Bereich können sich auch ihre ja, Begleiter, Freunde, anderen Mitmagier, wie auch immer, auch bewegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die können nicht viel stärker werden. Das hört sich jetzt alles sehr vage an. Ja, ich bin auch nicht, also A, habe ich das selber nie erleben können, quasi, ich bin ja keiner. Und hab immer nur über Hörensagen, dass man mir erklären lassen. Ich weiß es auch nicht so viel davon. Was ich allerdings weiß, ist, mit genug Blei in der Heide gehen die Dinge auch irgendwann weg. Du kannst doch keinem Geist mit Kugeln kommen. Muss große Geschütze aufhaben. Ich dachte immer, das Maximum, was man denen machen kann, ist mit quasi auf deiner mentalen Ebene. Das ist doch normalerweise wie ein Magier da dran gedacht. Ich immer, so hatte ich es verstanden. Ja, Magier machen das. Das ist wesentlich effektiver. Aber ich habe schon Geschichten gehört, da haben die einfach so lange drauf gerotzt, bis das Ding irgendwann wegging. Also es scheint die zu stören. Ah, jetzt mal zurück zum Thema. Was will denn die Kleine eigentlich immer von dir? Das weiß ich nicht. Wie? Das werde ich wohl noch ausfinden müssen. Spricht sie nicht mit dir? Nein. Kannst du dir jetzt sagen zum Beispiel, dass sie doch mal dich besuchen soll, zum Beispiel? Keine Ahnung, ich hab's nie probiert. Sag doch mal was. Nein. Vielleicht konzentrierst du dich mal einfach auf die. Nein. Ja, warum denn nicht? Weil sie schon ihre Gründe hat, wenn sie kommt. Und ich sie nicht bitten werde, herzukommen, weil ich sie irgendwas fragen will. Sie weiß schon, was sie möchte. Weil vielleicht will sie dir auch was beibringen. Dann wird sie mir das schon deutlich machen, aber das hat sie bisher nicht getan und ich glaube, dass sie das auch aus für eigene Zwecke tut, weil sie mir nie deutlich gemacht hat, dass es etwas ist, das sie von mir möchte. Also als sie dir den Arsch gerettet hat, würde ich behaupten, da hat sie ganz klar was von dir gewollt, nämlich dass du weiterlebst. Naja, nee, ich mache hier keine Anstalten. Ich habe ja nur mal gedacht, das wäre vielleicht mal interessant. Ja, weil... aber wenn, dann wird sie mir das irgendwann, wenn sie der Meinung ist, dass ich das wissen soll, dann wird sie, oder wenn sie wirklich irgendwas von mir möchte, wird sie mir das schon deutlich machen können. Hat die mal was zu dir gesagt? Also spricht die? Nein. Gedankenebene? Nein, hat sie bis jetzt nie. Komisch. Ich habe vielleicht eine grobe Ahnung, was sie, zumindest eine ihrer Intentionen, aber es ist auch nur eine grobe Ahnung und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht wirklich sicher und ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht, wie ich euch das erklären soll. Nee, ich wollte jetzt auch noch nicht auf die Füße latschen. Du bist mir überhaupt nicht auf die Füße gelatscht, nur um ehrlich zu sein, habe ich nicht, ich kann es einfach nicht erklären, weißt du, es ist eher so eine Art Gefühl als irgendwas anderes und ich habe irgendwie keine Worte dafür. Also daran liegt es eigentlich nicht, weil du mir auf die Füße getreten bist oder so. Nee, ich kann es verstehen, wenn du sagst Gefühl, weil ich wenn ich die rufe, fühle ich es ja auch einfach und nicht anders. Oder ich fühle ja auch die Geräte um mich herum zum Beispiel. Ernsthaft? Ja. Manche reden auch permanent mit einem. Das ist das Schlimmste. Kava fängt irgendwie an zu grinsen. So.
Ja, Okay. lach du Nein, nur, deine. Entschuldigung, aber das hört sich so an, so, ich höre Stimmen. Okay. Ja, es ist genau so ist es. Deine Datenbuchse zum Beispiel hat einen ganz, ganz schlimmen ländlichen Akzent. Der redet immer so eine Scheiße, sag ich hier. Ich könnt ausrasten, wenn der anfängt. Dann labert er mir eine Story, wenn zum Beispiel hat mir schon gesagt, dass du, wenn du auf dem Klo sitzt, dass du so Geräusche machst, die er nicht verstehen kann, zum Beispiel. Was wollte ich denn jetzt eigentlich nie sagen, aber das tatsächlich. Ja, Sag anscheinend. dir mal, er soll die Klappe halten und meine Privatsphäre Er ist respektieren. mit dir verbandelt, verstehst du das nicht? Er hat sich das nicht rausgesucht, mit dir zu sein. Also ich sag mal er, weil er hat sich als er vorgestellt. Wie geil ist das denn? Es ist der Kevin. Der Kevin. Der Kevin. Okay. Du merkst gerade, wie angeschränkt irgendwie, anscheinend versucht er sich gerade auf sich selbst zu konzentrieren. Guck So, mal, jetzt sieht er wieder Kevin, so aus, als hallo? würde er auf dem Klo sitzen. Mach mal eben, warte mal, jetzt muss ich natürlich das erstmal mit dem Spielleiter abklären, ob ich das kann. Kann ich die Stimmen, die quasi von den Geräten kommen, auf sowas wie einen Lautsprecher legen, damit man dieses eerie Gelaber von denen hört? Nein. Schade. Die Wäre total. würden, also du kannst es machen, aber was ihr dann seht, sind irgendwelche normalen Hört. Sendefragmente von irgendwelchen Wi-Fi-Codes und Abstimmungssachen und so und Updates laden, die halt so normal sind. Na, damit Ja. könnt ihr nichts anfangen, ne? Das ist wie eine Sprache für sich. Okay. Und ein Teil meines Gehirns hört es halt permanent. Ich kann das nicht so richtig erklären. Also quasi da, wo du das letzte Mal gesagt hast, wo die dritte Nase sitzt, ne? Da quasi hinten dran rechts in so einer kleinen Ecke, da spielt sich das Ganze ab irgendwie. Der Ivanovic hat sich das auch mal angeguckt und der hat auch gemeint, da im MRT sieht man das ganz toll wohl. Die Aktivität. Okay. Das gibt aber auch manchmal sehr schlimme Kopfschmerzen, gerade wenn. Das Witzige ist, man kann nicht ohne die Stimmen dann mehr leben. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Wenn wir in Gebieten sind oder wenn Störsender an sind, geht's mir dreckig wie die Sau. Oh, gut zu wissen. Ja, nee, also dann muss ich darauf achten, quasi, dass, wenn wir mal einen Störsender anmachen, dass, ne, dass es dir dann schlecht geht. Macht er das in Zukunft dann extra? Wenn ich ihm auf die Nerven Natürlich. gehe, macht er einen Störsender. Na, dumme Kuh, Billy. Wenn du dich wieder mit Kevin unterhältst, ja. Egal, was machen wir jetzt mit der Alten? Gar nichts. Wie gar nichts. Gar nichts. Wir lassen sie sausen? Ich Nein. sag immer, das ist eure Sache, aber werden deine Freunde nicht hinter dir her sein? Pass auf. Ich wünsche mir nichts lieber, als diese beschissene Kuh tot zu sehen. Das sollte man doch Aber arrangieren können. wir Hase. können da nicht rein. Hase, mal folgendes, ganz kurz brainstormt. Ich sage jetzt nicht, dass ich recht habe, aber ich sage jetzt mal folgendes. Irgendwer hat dem Matrioschka den Auftrag erteilt. Und irgendwer hat die Leute auf uns angesetzt. Sind wir da auf einer Wellenlänge? Ja. Die Leute haben wir doch Das. schon ausgenockt. Also. Moment, das war das erste Team in der ersten Näherung, aber die wissen ja mittlerweile, dass es uns alle noch gibt. Weißt du, wie ich Ich meine? dachte, die Auslöser waren die beiden Doktoren. Könnte gut sein, ja. Dachte ich. Also, Pass auf. wovor ich ein bisschen. Also, sie werden auf jeden Fall einige Informationen über euch an sie gegeben haben. Und diese Informationen könnten euch, wenn sie die verkauft oder sonst irgendwo hinvertreibt, um euch loszuwerden, wahrscheinlich ziemlich an die Karre passen. Das kann sie, das weiß ich auch. Und glaub mir, ich habe einen Riesenschiss davor. Ich habe einen verdammt riesengroßen Schiss davor, dass nicht nur sie, sondern auch Dritte von diesen Daten wissen, weil irgendwer, weil ich meine, wir wissen selber, wie einfach es ist, irgendwo Daten zu kriegen. Ich meine, wir wissen auch, wie leicht Billy es teilweise hat, an Daten zu kommen. Und dass irgendeine dritte Partei mittlerweile von dieser ganzen Sache erfahren hat und vielleicht sogar ein Interesse daran hat, das Ganze weiterzuführen. Ich habe einen riesen Schiss davor, weil ich den Scheiß immer noch in meinem Kopf habe. Aber wir können da nicht rein. Wir können da nicht rein, ohne ein Risiko einzugehen, das extrem hoch ist. Ich kann mich in diesem Gebiet so gut wie nicht blicken lassen. Ich kann mich nicht blicken lassen. Und selbst wenn ich noch so gut verkleidet bin, kann es gut sein, dass man mich an meiner Stimme erkennt oder irgendwas anderem. Die waren nicht umsonst schon mal bei mir zu Hause, die Idioten. Das weiß ich.
Eben, du warst dabei. Die waren nicht umsonst schon bei mir zu Hause. Die wissen sehr viel über mich. Aber Und das erinnert nicht dich, umsonst. Pass ja, auf. Moment, aber die ganze Zeit hatten die wahrscheinlich alle Informationen von Matrioschka, weil so wie das aussieht, ist die mit denen im Ja, Bett. aber Matrioschka ist dort. Die wissen, dass jemand kommen wird oder das oder vermuten es zumindest. Sie sind darauf gefasst, sie erwarten es, dass jemand kommt. Und das ist mitten in deren Ganggebiet. Das bedeutet, selbst wenn wir reinkommen, kommen wir ohne Probleme nicht wieder raus. Und wenn da ein Schuss fällt, ein einziger Schuss, dann stehen die da Spalier. Und das sind nicht nur die Typen, die da drin sind, das ist mitten in deren Gangturf. Und es sind sehr viele. Es müssten unverhältnismäßig viele Fleischer sein, die in diesem kleinen Gangturf sind, weil alle aus sämtlichen versprengten Gebieten in Moskau sich dort jetzt konzentrieren. Wenn da ein Schuss fällt, ist das Ding umstellt und dann haben wir ein Riesenproblem. Nicht, wenn vorher zuvor irgendwas hochgeht. Dann sind sie genauso alarmiert. Dann müssten wir irgendwas in deren Gangtür vorschlagen. Und wenn irgendwas zurückfällt auf uns, Billy, die kennen auch dein Gesicht. Die kennen mein Gesicht, die kennen dein Gesicht. Und ja, man kann mir vielleicht eine Maske auflegen. Ja, man kann dir eine Maske auflegen. Aber es gibt noch genug andere Möglichkeiten, uns zu erkennen. Und wenn das der Fall ist, wenn einer schaltet, was da los ist, dann haben wir ein Riesenproblem. Es ist, ich sag mal, das Risiko, das wir eingehen, wenn wir da wirklich reingehen, ist so hoch, dass wir uns die ganze Scheiße mit diesen dreckigen Ärzten hätten sparen können. Verstehst du? Nur um die blöde Schnalle abzumurksen. Die kann im Moment sowieso nichts tun. Solange sie da im Fleischertopf sitzt, kann sie erstmal nichts tun, weil sie sich auch nicht wirklich außer einer Matrix vielleicht und der Matrix-Anbindung da ist relativ schlecht. Sie muss die Füße stillhalten, weil sie ganz genau weiß, was du kannst und dass du wahrscheinlich gucken wirst oder versuchen wirst, das Ganze im Blick zu halten, Was ich schon hab. was du schon Ich bin ja hast. auf sämtlichen Comlinks drauf. Ja, aber das Okay. ist nicht. Dieses Ding da ist garantiert nicht Sicherheitstechnik gestützt. Die achten auf was anderes. Wie gesagt, wenn da ein Schuss fällt, sind wir tot, wenn wir da drin sind. Und zwar umgehend. Okay, wie kriegen wir sie denn da raus? Gar nicht. Na, irgendwann muss sie raus. Irgendwann muss sie raus. Sie wird da wahrscheinlich noch ein paar Wochen sein. Informanten kann ich da im Moment nicht holen, weil ich geguckt Brauchst du habe. nicht. Brauchst du nicht. Okay, siehst du. Also jetzt mal ganz kurz nochmal OT, eine Frage an Spielleiter. Ich kann mir doch tatsächlich einen Sprite registrieren und den bei ihr aufs Comlink schicken, oder? Bei Gespielgeleiteter? ihr? Ja, bei ihr, bei der Du hast gerade ganz Matrioschka. schön So, viele Moment, Verluste, oder habe ich die Verluste? Moment. Ich glaube, irgendwie alle. Auf Ihr ihr Comlink kamst du, glaube ich, nicht drauf, sagte ich, oder? Comlink habe ich nie erwähnt, sage ich mal, weil dort erstmal nicht ein Comlink von ihr ist. Du hast das vom Chef und das Deck des Crypt-Kiddies. Wenn du auf den Comlinks der Gänger sein willst, dann müsstest du tatsächlich mal würfeln, weil die ja das Crypt-Kiddy geslaved sind. Aber wo du auf jeden Fall drauf bist, wo du nicht mal ins. Na doch, ins Sprite registrieren wäre ganz nützlich. Das sind die ganzen Kameras dort halt. Ich möchte halt quasi einen Sprite haben, der mir alles überwacht und der mir irgendwann dann sagt, yo, Matrioschka on the move, quasi, ne? Ja, entweder ein Data oder ein Thlef Sprite, das musst du auch nicht würfeln bei den Kameras. Das ist, also wenn du auf die Kameras willst, wenn sie dann dort rauskommt, dann wird er die höchstwahrscheinlich erkennen. Okay. Das wäre So. mal ein Infiltrator-Sprite, actually. Filtrator, wieso denn das? Na, weil es Computer Electronic Warfare und Hacking hat und er hat eine Suppression versus IC. Ich würde sagen, das ist ein. Warte mal kurz. Um meinen Gedanken zu Ende zu führen. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, da reinzugehen. Das ist eine von deren Haupteinnahmequellen. Die werden darauf aufpassen wie Schießhunde. Wie gesagt, wenn da ein Schuss fällt, dann ist Ende. Mehr als einen Schuss bräuchte ich theoretisch auch nicht. Nein, aber du musst reinkommen. Und du müsstest auch wieder rauskommen. Und du müsstest alleine in dieses Turf rein, weil ich mich da nicht blicken lassen kann. Und wenn die mich da erwischen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich nicht nur eine Kugel im Kopf habe oder zwei oder mehrere, sondern dass es auch noch zu Problemen kommt, die über meine persönlichen. Deine Gang. Ja. Und das will ich nicht. Ist das ein generelles Gang zwischen, also zwischen Gang-Problem oder auch zwischen dir und der Gang? Es ist.
Wenn ich fragen darf, ich meine, theoretisch würde es mich nichts angehen, aber wenn du mir das sagen möchtest. Sagen wir mal so, nein, es geht dich nichts an und ich möchte nicht, dass Probleme, die es in der Vergangenheit schon mal gab, wieder hochkommen. Sagen wir, ich und die Fleischer, wir haben eine gemeinsame, nein, keine gemeinsame Vergangenheit. Klingt falscher. Also wir sind in der Vergangenheit schon mal aneinander geraten, deswegen ist diese Gang ohnehin nicht sehr auf mich zu sprechen. Und wie du sicherlich mitgekriegt hast, gab es auch in den vergangenen Monaten innerhalb der Stadt mal ein paar Querelen. Ja. Und ich möchte nicht, dass sowas eventuell vielleicht, was heißt nochmal passiert, aber ich möchte nicht, dass die Fleischer möglicherweise falsche Schlüsse ziehen aus Dingen, die mit mir was zu tun haben, wenn du verstehst, was ich meine. Weil ich was Grob. Persönliches im Fleischerturf zu klären habe, möchte ich nicht, dass die Fleischer daraus falsche Schlüsse ziehen. Verstehe ich. Gut, die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr groß. Außerdem, solange sich Matrioschka da im Fleischerturf aufhält, haben wir alle Zeit der Welt, um ihr einfach mal so gut wir können den Ruf in dieser Stadt zu versauen. Wie willst du das denn anstellen? Naja, glaubst du denn ernsthaft, dass sich es sich eine Schieberin leisten kann, dass über sie bekannt wird, dass sie nicht nur ihr Team in den Tod schickt, so wie das bei ihm und sie nickt in Richtung Kaban der Fall war, sondern möglicherweise auch ihre eigenen Leute verrät? Ja, das kommt immer schlechter, was passiert in unserem Business, nein? Oder Na nicht? klar, natürlich kommt sowas immer schlecht, aber wenn sie ein Team anheuert und das Team hinterher bis auf eine Person, die Glück hatte, stirbt, dann Naja, kann die es anderen sich. sind ja auch nicht alle gestorben. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Nein, aber es die wären war gestorben. ganz klar beabsichtigt, dass sie abkratzen. Ich weiß nicht, ob sie noch am Leben sind, das wirst du besser wissen als ich. Moment, worum ging es um die anderen Typen, die mit dir da mit Ja. waren? Die sind alle Ja, tot. die sind alle Oh, tot, okay. siehst du. Schön. So, War sie die hat die. Explosion doch so groß? Sie haben sich nach oben geschleppt, war nicht so klug, ne? Hm. Nachdem ihr sie Ach, die sind ausgenockt habt, ihr Schweine. explodiert. Moment, da war ich nicht dabei. Du lässt mich ja nie mit Halt, beim Ballern ihr dabei sein. Schweine, außer Justin, der ist cool. Ich dachte, du magst Billys Brüstchen einfach nur. Na, Das Schöne ist ja, sobald du im Feuergefecht bist, bist du am Arsch. stimmt nicht. Hä? Ich habe schon Feuergefechte ohne Kaban bestritten. Oh, snap. Ich habe einen Hund gekillt. Hallo, der war halb blind. Und ein Fleischer. Nee. Halb blind, der hat geblinzelt. Das ist was anderes. Psst, Wortschatz, mein geblind Freund, fällt. Wortschatz. Alles Auslegungssache. Naja, auf So, jeden wieder Fall hat Iggy. jeder von uns genug Connections und meine Beste, du hast die Matrix. Und eine Schieberin mit einem relativ begrenzten Einfluss. Also ich weiß oder bin mir sehr sicher, dass sie, also dass ihr Wirkungsbereich maximal Moskau ist. Vielleicht hat sie noch irgendwo einen anderen Kontakt, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sie nur hier arbeitet. Und wenn das bekannt wird, dann wird sie vermutlich, hoffentlich zumindest Probleme kriegen. Wisst ihr, was wir versaut haben? Was haben wir versaut? Als wir die Ludmilla im Schwitzkasten hatten, hatte die von einer Frau erzählt, die die Aufträge angenommen hat und weitervermittelt hat zum Handwerk. Weißt du das nicht mehr? Doch, Nee. hat sie. Hat sie? Ja, hat sie. Aber sie hat nicht erwähnt, wer. Und ich glaube, das war auch Genau. eine Person in Amerika, oder? Ja. Nee, 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 nee. Hier in Keine Ahnung. Ja, Moskau. doch, erwähnt wer. Den Namen gesagt? Nee. Ah, doch, Oh, stimmt, hat doch. sie wohl. Der wäre Wie hieß der denn? Da Bruno. macht er mal kurz Erinnerungsprobe. Da ist Jojo die richtige für. Edstars. Quatsch. Jetzt nur noch Gott, mit, ihr oder? macht das echt Vier nicht besser. Erfolge. Die hieß Bodo, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Irgendwie so, Bodo oder war, ja. Bo oder Bob oder irgendwie sowas. Bruno, Bodo. Bob auf jeden Bodo. Fall. Es war Ja, von Bodo. Bobby, es könnte doch sein. Bodo. Ja, oder Bodo oder wie auch Bodo! immer. Was anderes war, es war Genau. Bodo. Und falls noch irgendjemand etwas dagegen hat, sage Olli hat recht und den längsten. ich. Nein, das war ich. Ja, das bist du. Also Ja. Bodo Ich habe war's. das nie gesagt.
Doch, letztes Mal? Nee, das, ja. er hat mich zusammengeschnitten. Naja, auf aber jeden hat er Fall, gemacht, genau, das war, genau, das war Bodo. Ich sag mal Kirschen. Okay, gut, dann liege ich da falsch, aber den Bodo gibt's ja noch. Und die Nummer von Bodo hast du auch, oder? Ja, doch, Matrioschka hatte doch die. Du hattest gesagt, Matrioschka hat dir die Kommunikationsschnittstelle zum Bodo gegeben, weil sie doch, dass, damit wir das Treffen mit Penis vereinbaren können, mit den beiden Penissen. Ich glaube, mich an sowas zu erinnern. Ich glaube, du hast ja, doch. Gott, was habe ich getan? Wir können den Bodo mal auf den Zahn fühlen. Wir müssen, glaube ich, keinem so großartig auf den Zahn fühlen. Ich glaube, weißt du, ich habe ein bisschen Angst, dass wir uns dann in Dinge begeben, die, also dass wir dann quasi schlafende Hunde wecken, weißt du? Es könnte aber auch, also ganz ehrlich, Angriff ist die beste Verteidigung, oder? Na, reicht es nicht einfach, wenn wir kurz zusammenfassen, was passiert ist, das an die Tussi oder den Kerl oder was auch immer, das Ding weitergeben und dann es einfach gut sein lassen? An Bodo? Ja. Und alle anderen Kontakte, die ja, sie hat und, vielleicht? Und an andere Kontakte, von denen, die wir haben, wo wir wissen, dass sie was damit zu tun, also dass sie irgendwie in dem Bereich tätig sind. Und weißt du, was Vicky uns mal gesagt hat? Na? Man redet nicht übereinander. Nein, man redet sicherlich nicht übereinander, aber glaubst du denn ernsthaft nicht, dass es wichtig ist, wenn ein Schieber seine eigenen Leute verrät? Flummi, ja. Du hast vier Folge, ne? Hat die nicht auch gesagt, die Matrioschka, dass sie mit dem Bodo sie auch nicht so gut kann? Das ist irgendwie der. Das ist richtig. Ich glaube, das hatte die gesagt. Können wir nicht das mal uns gesagt. Mit. Wir sollten uns mal mit dem Bodo treffen, sag ich dir. Der Bodo Bach. Der Bodo. Der Bodo ist. Von dem wissen wir was? So ich mehr? Grüße sie. Na, das Ding ist. Das wisst ihr, ach ja. Panzer. Sorry. Bist so durch, Junge. Echt. Also, was wir allerdings auch wussten, ist, dass der oder die was mit dem mit der ganzen Kiste mit diesem Typen zu tun hatte. Und wir das ziemlich, also sagen wir es mal so, wir hatten irgendwie was damit zu tun, dass zwei von den Leuten, die er angeheuert hat, abgekratzt sind. Ich weiß nicht, also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wenn das Freunde waren, haben wir natürlich dann Probleme. Ja, das wissen wir nicht. Das waren zwar nicht gerade die sympathischsten Typen, aber wir wissen ja nicht, wie die zueinander standen. Wir haben mit deren Tod nichts zu tun, Kaban. Also, da waschen wir unsere Hände in reiner Seide. Nein, aber mit dem Tod von jemand anderem, der da angeheuert war. Und dem ja, Handwerk. Aber wir wissen nicht, ob dieser Bodo, diese Bodo da auch was mit zu tun hatte und den da auch drauf angesetzt hat. Das wissen wir tatsächlich nicht. Mit diesem Tod und selbst haben wir, wenn, das ist Business. Ja, das mag sein, dass das Business ist, aber wir wissen nicht, wie die zueinander standen und diese Hackerin lebt auch und das heißt, die kann dem, der Schieberin durchaus gesagt haben, was da abging. Pass mal auf, mein Bester, ich hab mal noch eine Frage. Hm? Ich hatte mal... du bist mein Bester. Immer noch. Der Kaban hat sich auch angesprochen gefühlt, deswegen... Ja, das ist so gemein. Es tut mir leid. Traute. Ich sag tatsächlich ab und zu Beste zu euch allen. Bis auf zu Flumse, weil das sage ich meine Beste. Also, Tacheles hier, was ich sagen wollte, ist, dass ich ja damals gesagt habe, den Virus möchte ich gerne ausfindig machen. Dann hatte ich mir einen Sprite-Compile, habe gesagt, ich möchte rauskriegen, wer den Virus gemacht hat. Das kann ich dir sagen. Möchtest du das wissen? Achtung. Ja, würde ich jetzt mal gerne, die Information würde ich mal gerne abrufen. Ja, ich habe das nur gesagt, um länger nachgucken zu können. Warte. Das wusste ich. Deswegen rede ich es auch einfach. Pancha, ich grüße Sie. Aber wir können tatsächlich zumindest mal mit dem, der Tussi, reden. Ich habe Spaß. Solange ich Spaß habe, ist alles okay. Ja, das war Fatal Error. Und Fatal Error wird übrigens geschrieben mit einem Eurozeichen beim E, ist klar, ne? Beim ersten. Das ist wohl jetzt die. Ich finde, Fatal Error ist immer noch der beste Name für einen Hacker. Fick dich! Aber jetzt bin ich die ganze Zeit verwirrt. Achso, stimmt, den habe ich schon so oft verwandt. Völlig irrelevant. Das ist wohl die Chefin von so einer kleinen Matrix-Crew. Goldbastern. Goldbastern. Psst,
Letztes Mal war es ein Kerl. Hä? Nee, letztes Mal war eine Tussi. Ja, ich weiß. Fatal Error ist jetzt eine Nomin. Und letztes Mal war es ein Kerl, das ist egal. Soll ich schreiben Fatal Errorin? Das geht nicht. Errorin. Oh ja. Erröse. Also das ist die, willst du gleich noch was wissen, ja, über die, oder wie? Ja, was ich finde schon über die, dann die Liebste. Sie mag Seidenschlafanzüge. Mach mal bitte Satin-Bettwäsche. Datendings. Such. Da habe ich ganz viel Würfeldatendings. Ich weiß. Rot gefärbte Schamhaarraketen. Billy flattern die Augen und sie geht vorher. Oh. Also möchtest du ein Comp-In von mir haben auf gut Deutsch? Ist so flatterhaft. Schreibst du sich wieder die Brüstle? Nee, das kann Kaban machen. Das wollte ich gerade sagen, das übernehme ich wohl. Danke. Aber eigentlich nein, Kaban weiß mittlerweile Bescheid. Nein, er macht das nicht. 4 Erfolge reiche ich dir da. Du musst dich nicht schämen dafür. Das ist in Ordnung. Also, jeder mag Brüste, aber an den Brüsten ist noch was dran. Ja, so, das ist oft der Fall. Glaube ich auch sehr schockiert, wenn du mal plötzlich Brüste hättest, die nur Brüste sind, ohne dass was dran wäre. Ich stelle mir das toll vor. Nein, du könntest dir selbst Brustimplantate. Ruhe! Lass die anderen doch mal. Die kennt doch einfach keine Rücksicht, ne? Der ist dann scheißegal. Ich rede jetzt, ich bin Flummi, ist meine Welt. Das sind unter 10. Von Malaschim geskriptet. Die haben so und circa, lasst mich aufhalten. So irgendwie einen Konzernhintergrund oder zumindest viel damit zu tun mit unterschiedlichen kleineren Feinden oder Töchtern. Sind jetzt nicht besonders ausgerüstet, auch die Decks von denen sind jetzt nicht gerade der Shit. Sind aber sogar ein paar, die es irgendwie schaffen, in der Mittelschicht zu leben, also in dem unteren Bereich in der Mittelschicht. Und die sind ein bisschen im Clinch mit der Gang Eisbrecher, weil einfach die dasselbe machen und das ist ja immer nicht so cool, wenn man sich da die Jobs wegnimmt. Und sind relativ, was heißt relativ? Na doch, die sind relativ dick im Identitätsveränderungsfälschungsgeschäft. Jetzt nicht so, wir machen das Sinn, das können die auf gar keinen Fall. Aber mal die Sinn-Einträge eines Lohnsklaven so zu bearbeiten, dass er sich abends ein bisschen amüsieren kann oder so, das machen sie schon ganz schön gerne und verkaufen auch so ein paar Backdoors in so ein paar kleineren. Da können sie schon, also da kann man was machen. Und, auch zu so Fleischer-Events da. So Fleischer-Events. Du meinst Backdoors dahin? Zum Bleistift, dass es sich irgendwo, nee, halt die schön halt, abmachen halt können. Viel Konzernhintergrund, machen sie da was. Und ja, du sagtest aber gerade für Lohnsklaven, damit die sich amüsieren können. Hast du ja, aber gemacht. wenn die dahin rennen, wo die Fleischer sind, dann brauchen die keine Sinn mehr. Ja, aber die brauchen ja erstmal eine Ausrede. Denn der Sinn wird ja eigentlich überall, wenn er sich das mit einem Knoten verbindet, weiß Multikonzern eigentlich ungefähr, wo du hingehst, wenn du keine Ahnung hast. Und Lohnsklaven haben meistens keine Ahnung. Warum auch? Du hast ja auch keine Ahnung. Sowas machen die, aber da müssen die natürlich eher beim Konzern ansetzen und nicht bei den Gangs, weil. Ja, aber ebnen die den Weg, um in den Fleischer-Turf zum Beispiel zu kommen? Ist das. Ja, aber nur dafür, dass Mutti-Konzern nicht weiß, wo genau der Lohnsklave war und nicht bei den Fleischern direkt würden sie nichts machen. Also, okay, dann haben wir jetzt, ich finde, wir haben trotzdem, also ganz ehrlich, Jojo, ich sag dir eine interessante Connection. Ich stimme dir zu, dass wir ihren Ruf am Arsch machen müssen, stimme ich dir zu. Okay, sollten wir auf jeden Fall tun, kann ich mich drum kümmern. Zweiterlei ist, dass ich gerne mehr Hintergrundinformationen haben möchte, weil ich sehe momentan Matrioschka so ein bisschen wie Damoklesschwert über unseren Köpfen. Ja, also ich glaube, wenn ihr ihren Ruf zerstört, wird sie euren Ruf zerstören. Ja. Das wird eine Schlammschlacht. Hat er recht. Und sie hat echt blöde Informationen über euch. Ey, wisst ihr, wen man bei PR-Schlachten am besten fragen könnte um Hilfe? Horizon. Danke! Ich liebe Horizon. Horizon ist geil. Unser Horizon-Kontakt ist während der Geburt gestorben von ihrem fucking Kind. Echt? Das ist zwar nicht wahr, aber ich finde es hört schön. Sich gut an, ne? Ja, irgendwie fand schon. Das ist witzig. Ey, die war total nett. Die hatte doch Hämorrhoiden gekriegt und alles. Und Wasser in den Beinen. Richtig. Musste 50 Mal pissen, oh, das war nicht mehr schön am Ende. Ja. Lieblings-NPC. Schwangerschaftsübelkeit. Ja, das Schwangerschaftsstreifen. Also die Hormonschwankungen waren, Junge. Boah, die war launisch, du.
Erst hat sie geheult, dann wollte sie ficken, dann war sie plötzlich wütend. Also so wie ich ihn generell immer. Dann hat sie irgendwie dauernd irgendwelche Klischees ausgepackt. Mann. Das hört sich doch nach einer lustigen, illustren Runde an mit der, oder? Ja, leider ist sie tot. Das weißt du doch gar nicht. Wissen wir nicht. Ruf die an, dann werdet ihr feststellen, dass sie tot ist. Ihr habt sie nicht erreicht. Stimmt. Wir könnten höchstens, weißt du, was ich jetzt mache? Ich rufe jetzt Vicky an. Ich rufe Vicky an. Warte. Bitte. Schon wieder Kirsche getrunken. Nein, das ist nicht Vicky, das bin ich. Ja, leider ist Vicky gerade im Kino, das siehst du an ihrem Pan. Die ist in Die purpurnen Flüsse, das ist eine Gynäkologen-Komödie. Die wird jetzt nicht rangehen, meiner. Ernsthaft? Ja. Billy penetriert ihren Comlink. Kannst du das bitte definieren, was genau du jetzt tun möchtest? Ja, Billys alter Ego geht in Fuchsform an ihr Comlink und penetriert es. Du möchtest dich da reinhacken. Das willst du nicht wirklich. Nee, möchte ich eigentlich wirklich nicht machen. Das ist echt asozial, ey. Es war nur eine Frage. Also ich werde dich nicht hindern. Ja, ja, klar, wirst nicht hindern. Du wirst nur wieder schöne Würfelergebnisse ablesen. Ich will jetzt mit Vicky reden. Weil Vicky hatte Kontakt zum Handwerk. Und die kennt vielleicht auch die Hackerin. Wenn der Handwerk immer mit einer Hackerin zusammengearbeitet hat und Vicky hat mit einem Handwerk gearbeitet, dann kennt Vicky die Hackerin. Düssi schenkt den dir, die hat nicht mit dem Handwerk gearbeitet. Er hatte Schiss vor dem. Die hat gesagt, sie hat gehört, der Handwerk ist jetzt volle Kanne in Rampage-Mode gegangen, weil irgendjemand ihm irgendwas versaut hat und hatte ein bisschen Schiss, dass du damit zu tun haben könntest. Und dann würde sie noch irgendwas von ihr, ja, genau, ich weiß wieder was. Genau, aber sie hatte zumindest nicht gesagt, dass sie mit ihm zu tun hat. Das hat er sich aber für mich anders angehört. Das tut mir leid. Du machst es immer extra, Alter. Hm. Dann sagst du, ich hab Apes zum Schluss. Warst du doch auch. Ja. Das soll aber keiner wissen. Na gut, dann rufe ich jetzt nicht Vicky an. Okay. Ich weiß, bei dem... Ich hab keinen Bock, gerade Vicky auszuspielen. Ich glaube, daran liegt's. Ich hab nur... Hallo, NSC haben auch mal ein Privatleben und wenn da gerade so eine ultra geile Komödie im Kino kommt, ja? Kannst du nicht einfach nicht hingehen? Aber übrigens, der Kinofilm geht noch 23 Minuten. Ja, okay, dann werde ich mal gucken, ob in 23 Minuten eventuell Vicky dann abnimmt. Erinnere mich mal bitte. Ja, vielleicht auch nicht. Also, Ruf zerstören finde ich scheiß Idee nach Kabans Ansprache. Ist ein quasi zweischneidiges Schwert. Sie wird es auch machen können und sie hat die Möglichkeiten, das zu tun. Sie hat die Kontakte und sie hat die Mittel. Wir können ich meine, höchstens... Ne, allein, dass du quasi... Dann wird sie das jetzt sowieso tun. Ja. Deswegen will ich sie alle abnebeln. Das wird sie sowieso tun, wenn. Und wenn, dann hatte sie auch schon sehr viel Gelegenheit. Also momentan muss nicht sein, dass sie es unbedingt tut. Wenn sie merkt, dass wir hinter ihr her sind. Kaban, ja. Sie weiß ganz genau, was ich mit ihr tun werde, wenn ich sie in die Finger kriege. Okay. Dann sollten wir uns eventuell beeilen. I'm so sexy. Womit beeilen? Ihr den Kopf wegzublasen. Kaban, wie denn? Ich weiß es nicht, am besten mit einer Kugel. Stimmt, die sind. Sag so noch, eine Orks sind nicht innovativ, ne? Die sind so endgültig lebensbeendend, wenn sie durchs Gehirn schreiten. Ja. Orks? Das auch. Die. Auch die, wenn dir so ein Ork durch den Kopf geht, alter. Mit seinen 30 cm Schwengel einmal komplett durch. Da ist aber. Wenn das mal so wäre. Party im Gebiss, sag ich dir. Schlechte Erfahrung. Nö. Ich hab ja noch alle Zähne. Oder meintest du jetzt Jojo? Das ist völlig in Ordnung. Passt schon. Das ist das Problem. Wir stehen nochmal auf ihren 30 cm und das finde ich immer sehr spaßig. Das ist, so. Ja. Wir haben es gesehen, voll. Es waren keine 30 cm, ja? Eben, also darauf muss auch ich auch nicht bestehen. Auch wenn es kalt war. Es war kalt, das verstehen wir alles, aber he's a grower, not a shower. Sehr schön. Manchmal würde ich mir wünschen, du hättest ein bisschen mehr Östrogen. Ich? Nein. Er. Hä? Wozu würde das dann führen? Keine Ahnung. Ich dachte, eine Tucke in der Runde wird reichen. Ja.
Mir auf jeden Fall. Also. Das war jetzt nicht böse gedacht. Eh schon zu viel. Das war jetzt nicht böse gemeint, das war einfach nur, ich möchte. Ich hab das jetzt auch nicht böse aufgefasst. Fand ich jetzt. Ich wollte nur quasi sagen, ich bin gern ein Mann. Quasi. Ja, okay. Nachdem wir uns jetzt wieder über die nicht vorhandene Identitätskrise von dir ausgelassen haben, was machen wir? Wenn wir sie irgendwie rauslocken können, dann wäre das eine gute Idee. Wenn nicht, naja. Also SL, du sagst, wenn ich aufs Skript kippe, Entschuldigung, ich musste fast brechen. Wenn ich auf das Skript kippe. Spiegel geguckt oder was? Das Skript Kiddy. Wenn ich auf das Skript Kiddy drauf möchte, auf dessen Comlink, also auf dessen Board, dann ist Würfel angesagt, ne? Na klar, hast du mal durchgelesen, wie krass das Board ist, Alter? Hast du dir das nicht durchgelesen? Ey, beste Mega. Städte. Mega Ninja-Style, ja. Keine Chance, da musst du schon würfeln, nur. Was der Junge so alles drauf hat. Entschuldigung. Matmut, oder? Du kannst wahrscheinlich gar nicht so viel, du kannst wahrscheinlich nicht mal ansatzweise so viel lernen, wie der schon vergessen hat, Mann. Der muss überhaupt nichts lernen, Street-Style, ja. Ja. Dann los jetzt. Hast du Bock oder wie? Ja, richtig eigentlich. Doch, aber nicht von zu Hause aus. So, nicht? Nee. Warum das denn jetzt nicht? Wieso das denn jetzt nicht? Schlechte Erfahrung gemacht? Ja, die Fresse. Könntest ja auch einen Proxy nehmen. Ich könnte auch einfach mich jetzt von den beiden durch die Gegend chauffieren lassen. Das ist absolut richtig. Ab in den Bumsbulli. Ja. Fuck grad you. Noch so. Besonders, weil das so gerade so gut passt. Wir gehen halt gerade in den Bumsbulli wie Batman. Ist auch gut. Ja, durch die Batcave. Durch Gott, der Ork hat quasi Superman-Unterwäsche an. Gottes Willen. Also Superhelden. Sehr schön. Gut. Minus one. Wieso minus eins? Na, wegen Noise. Was für Noise? Wir fahren in ein Gebiet, wo kein Noise ist. Ja, Scheiße, auf deiner Seite. Der Host ist aber immer noch im Noise-Gebiet. Ja, ich verstehe. Ach, Billy liebt Apfelsaft von Noise. Scheiß drauf. Alter. Der war nötig, ne? Der musste. Was macht er? Ich mach einen Attack einfach, ohne mich stealthy zu bewegen. Brute Force. Das ist doch so auffällig. Ruhe da unten, also Brute Force, okay. Ich denk mal, das. Oder ich kombiniere mir ein Sprite. Ich bin ein Technomancer, ich arbeite mit Sprites. Dann wird das wohl so sein, hm? Das heißt, ich mach bitte. Da ist ein Infiltrator-Sprite eigentlich am besten. Gerade für Suppression versus ICs und Electronic Warfare und Hacking ist da definitiv ein 5er Infiltrator-Sprite. Hört sich gut an, oder? Stimmt. Schon, ja. Mal, wie viel hatte das Board, hast du gesagt? Was war das für ein Ganove? Ich habe nur Mega. Die Prioritäten angegeben und gesagt, dass die höchste Priorität entspricht deiner Resonanz. Der Rest ist dementsprechend niedriger. Also, 5er Sprite mit Resist dann gleich hinterher. Was war das? Ich darf auf einen 4, 8, 10, ne? Ohne plus 2, ne? Nee, war nur ein 8er, ne? War nur ein 8er. Entschuldigung, ich nehme es zurück. 8er. 8er, 10er. Och, shit. Kein Erfolg. So, also deine 2K kannst du dir schon mal aufschreiben. Meine 2K werde ich mir nicht. Ich möchte meine Nichterfolge bei der Widerstehen-Probe gerne nachwürfeln. Wenn es recht ist. Wie viele Edge hast du eigentlich noch? Ich müsste jetzt noch ein Edge haben eigentlich. Ich glaube, ich habe dann die letzte Session. Nee, ich habe gar kein Edge benutzt in der letzten Session. Hätte ich mir nämlich aufgeschrieben. Ja, doch. Moment, ich gehe jetzt nochmal kurz meine Notizen durch. Ich denke, Party. Am 45. Abend. Ah, okay. Ein Edge. Nee, 45. Abend war der Einbruch. Ja, doch. Ich habe kein Edge verbraucht beim. Nee, doch. Ein Edge benutzt für den Matrioschka-Hack. Doch, ein Edge habe ich benutzt. Also, ich habe jetzt noch ein Edge. Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst. Dreierfolge. Judy, kein Schaden. Kein Schaden. Das ist ein 5er Sprite, der ist also schon echt mächtig.
Naja. Fünfer Sprite, hallo? Also der hast du ein DMT-Bild, weil ich suche ja nicht mehr. Für einen Infiltrator? Ich hatte das letzte Mal so einen schönen, den habe ich extra noch ins Ding eingebaut. Ins Infiltrator-Sprite, ja. Hammer. Du weißt aber schon, dass ich ihn gleich nochmal versuche zu also nochmal zu rufen. Ja, aber dann bestimmt versuchst du den dann zu überzeugen. Ja. Oh, dammit. Give me the fucking picture. Ja, das kriegst du ja so gleich. Kriegst du ja gleich. Please. Ninja DMT. Der war cool. Den hatte ich gemocht das letzte Mal, aber ich nehme jetzt, warte mal. Das gefällt mir. Ja doch, das gefällt mir. Link im TS jetzt. Nice. Mit diesem glühenden Ding in der Mitte, ne? Das ist schon ziemlich geil. Der, also ziemlich dieser, brutal. Voll geile, mächtige Sprite scheint. Er streckt schon seine Fäden in Kabans und Jojos Koblings sowie das Auto, sowie so ein paar andere sinnlose Gerätschaften in der Nähe. Was? Es tut mir leid. Ich wusste es gar nicht, ob sie es schon wussten. Aber ich habe da so ein Problem. Und ich bräuchte unbedingt ihre Hilfe. Herr Nexian. Ich weiß, dass ihre Zeit sehr teuer bezahlt wird. Und ich spürte schon beim ersten Ruf, ihre Antwort tat mir doch gehörig Angst eingeflößt. Und ich würde gerne trotzdem fragen, ob sie vielleicht eventuell einer kleinen Technomancerin helfen können bei einem sehr wichtigen Anliegen. Es ist auch ganz interessantes Gebiet, auf das ich sie schicke. Sehr defizile und sehr schwere Arbeit für sie definitiv, die hier zum Tragen kommen würde. Und der Kopf wird ja so dieser Mittelteil sein, nehme ich an. Ne? Ja, das ist eher so wie so eine Gottesanbeterin kommt das quasi raus. Das blendet, also das kommt mit seinem Kopf ganz nah an deinen und das blendet dich volle Kanne mit diesem übelst krassen Licht. Was genau? Sprich! Hier diese Identität hier, in diesem Gebiet hier, wo die Matrix so schwach angebunden ist. Ich muss da rein. Du bittest mich um Hilfe dafür? Weil sie so mächtig sind. Natürlich, wer sonst, wenn nicht sie, könnten diesen Auftrag, diese große Aufgabe überhaupt lösen. Ich könnte es gar nicht alleine tun. Diese große Aufgabe? Ja. Willst du als nächstes, das soll eine große Aufgabe sein, meine Zeit ist klein. Ich muss ihn doch aber beeindrucken. Ich weiß, dass es nicht die schwerste Sache für sie überhaupt sein kann, aber ich möchte meinem Gegenüber klar machen, dass er mit Mächten zu tun hat, die weit hinter seinen eigenen Fähigkeiten liegen. Und wer wäre besser als sie an der Stelle? Ich meine, deswegen, ich bin verzweifelt. Das macht er schön, macht er das. Darfst nochmal bitte würfeln. Oh Gott, wenn ich das jetzt versau. Also du wolltest ihn nochmal, ne? Ja, ich probier's nochmal. Halt die Fresse! Krit! Das ist du nicht erleben. Ein Erfolg und vier Erfolge. Boah, scheiße, ey. Jetzt hat er wieder einen Erfolg. Warte. Nochmal kriegst du nicht. Mein Edge. Ich dein Edge. Mein Edge. Ich hatte einen Erfolg. Den willst du jetzt alles dingsen da. Ja, nicht Erfolge nachwürfeln. Ja. 3. Gut. Danke. So gütig. Ich wüsste auch, wie gesagt, gar nicht, was ich ohne sie tun soll, weil ich weiß, dass sie alle Wege öffnen können. Ich habe schon so viel über euch gehört, dass ich unbedingt jetzt Während mal... du das sagst, ja. Verschwimmt so ganz langsam der Sprite vor deinen Augen und du realisierst erst, als du so am Ende deines Satzes bist, dass er schon gar nicht mehr da ist, sondern schon in dem Deck. Oh je. Voll gut, der Gute. Er hat ganz gut gewürfelt, sag ich mal. Hast du jetzt gar nicht wieder offen gemacht, oder? Doch, hier. Er hatte 5 Erfolge. Oh, 5 hat er. Nice. Also ist er drin, dieses Auge. Geil.
Der kann mir jetzt mal ein Backdoor aufmachen, oder? Ich meine, stehe ich mit Verbindung mit ihr? Mit ihm? Ja, immer. Könnte auch eine Ehe sein. Ich möchte ihn fragen, Backdoor, ja, das... ob er mir einen, den Hintereingang aufmachen könnte, sodass ich uneingeschränkten Zugriff habe. Ja, schafft okay. Er. Also er öffnet dir ein Tor, das er schafft ein, du hast gesagt, Gottesanbeterin, ne? Ich bin natürlich jetzt keine Fäden. Gut, nee. Aber er wird ein paar Teile seines Chitinpanzers herausbrechen und darauf einen Weg quasi bauen, den du bequem überschreiten kannst in das Comlink, das übrigens ein Piratenschiff darstellt auf hoher See, ja, mit so schönen moderigen Holzplanken und dergleichen, vielen Leuten, die das Deck schrubben und so, und einem einsamen Kapitän, was die Persona des Deckers ist. Der Sprite befingert übrigens immer noch so alles, was bei Jojo und Kaban und dem Auto auf dem Comlink und den Knoten läuft. Der soll mal aufhören zu befingern. Diese langweilige Aufgabe beschäftigt mich nicht. Ich weiß, deswegen... Ich bin viel zu mächtig für diesen Pferdefanz. Lass mich das hier tun. Was tust du denn? Suchen. Nach? Was scherzt dich? Alles? An diesen Entitäten hast du nichts zu suchen. Kommt wieder ganz nah ran. Du willst mir Befehle erteilen? Nein, ich bitte dich, dass du es nicht tust. Und immerhin habe ich ja noch zwei Gefallen offen von ihm. Er lässt ab. Danke. Ich danke dir recht herzlich. Billy verbeugt sich sehr tief und dankt ihm für seine Zeit und wird den vierten Dienst erst gar nicht in Anspruch nehmen. Cool. Besser ist das. So, ich möchte mich mit dem lieber nicht anlegen. Bitte? Ja. Der erste Dienst war reingehen. Der zweite Dienst ist Backdoor aufmachen. Der dritte ist, lass die anderen in Ruhe. Ja. Lass die anderen in Ruhe, würde ich noch als einen Dienst. Achso, nimmst du den vierten nicht in Anspruch. Ja, okay, das ergibt Sinn. Das habe ich ja gesagt jetzt, oder? Ja, jetzt habe ich's. Ich bin im Zählen. Ja, du weißt doch, Sachsen, da zählt man nur bis zwei. Ein Nazi, zwei Nazis. Weiter können Sie nicht. Das geht einfacher. Menschen, also Nazis. Ja. Was hat Kaban gesagt? Weiter können die auch nicht zählen. So. Ja, ich bin drauf. Wunderbar. Das gebe ich auch an die beiden weiter. Und verabschiede mich, wie gesagt, mit nötigem Respekt von dem Sprite. Danke ihm nochmal und dann soll er weggehen. Arschkopf da. Ja. Mal kurz überlegen. Fünfer Sprite, doch, das kann ich machen. Die anderen beiden seht den Sprite auch kurz als AR-Überblendung, so ein bisschen schwummerig, dummerig. Und ihr seid auch ganz kurz volle Bude hier blendet, was natürlich sich im Straßenverkehr so mittelmäßig auswirkt. Wer fährt denn eigentlich? Ich. Na, dann brauch ich dich nicht würfeln lassen. F-Pumis Würfelpech hätte sich das bei ihr gelohnt, aber bei dir nicht. Also auf jeden Fall, ihr seid kurz ziemlich geblendet und euer Comlink spuckt aus, dass es dringend mal ein paar Updates in seiner Firewall benötigt. So, du bist drauf, auf dem Piratenschiff. Was wollen wir denn gucken, Leute? Ich binde jetzt mal meine beiden anderen gleich mal wieder mit ein mehr, weil jetzt sind wir ja wo ich zumindest mal hin wollte und ich hoffe, ihr habt auch gute Ideen, was wir machen könnten, weil ich möchte jetzt so ziemlich... alles, was irgendwie schmutzige Wäsche aussieht. Was für Pornos guckt er? Wann schläft er? Wo wohnt er? Was für Vorlieben hat er? Was für Daten sind zu finden? Irgendwas über Matrioschka? Irgendwas er hat über... Er hat alle Comlinks von sich von allen Leuten gesclaved. Das heißt, du hast Vollzugriff auf alle Comlinks. Sollte so sein, ja. Ist das der Fall, Gespiele? Das heißt, du hast alle Namen, du hast alle Kontakte von diesen Leuten und so weiter und so fort. Zieh dir heißt alles das? Runter, Moment, was du kannst. Moment, jetzt mal langsam, wir sind ja drauf. Matrioschkas Comlink ist geslaved, ja oder nein? Nö. Ist nicht. Du findest in dem gesamten Kommunikationsprotokoll und so weiter nichts, was auf Matrioschkas Comlink hindeutet. Also beziehungsweise Matrioschkas Comlink habt ihr ja gefunden, das ist ja sowieso eine Bäckerei und nichts, was irgendwie jetzt offensichtlich wäre, dass es zu ihr gehört. Was ist mit dem Boss? Wie viele Gespräche hat der mit Matrioschkas ehemaligem Comlink geführt? Ach, jetzt machen wir doch erstmal die Kameras an. Jetzt gucken wir doch erstmal, wer da überhaupt rumdorkselt überall. Fangen wir doch mal so an.
Die Kameras sind aber nicht im Hinterraum, ne? Das hast du nicht. Also du siehst ja. Doch, wir hatten einen Plan. Der Plan ist im Twitter. Link habt ihr von uns irgendwann bekommen. Ach scheiße, Moment, ich muss einen Twitter raussuchen. Ja, warte mal, und von dir brauche ich noch eine Probe. Einmal eine Matrix-Wahrnehmung, minus 1. Perception. Und einmal. Einmal eine Electronic Warfare und Intuition, minus 1. Moment, jetzt machen wir erstmal Perception, hast du gesagt. Du kannst es mit Komma auch in einem machen. Jetzt machen wir erstmal Perception, war Comp und Int. Moment, ich müsste da wieder rumklickern. Klar. Perception hast du gesagt, minus 1? Ja. Also plus deine ganzen Boni, ne? Ja, ich finde es, ich habe jetzt einfach nur drei Erfolge gewürfelt. Ich habe die anderen jetzt gar nicht mitgezogen, was für Bonis. Von VR wahrscheinlich hast du gemeint, oder? Nach VR und Technomancer kriegen immer auf Wahrnehmung in der Matrix plus 2. Also hättest du gar nicht so 6 gehabt, sondern sogar 10 oder was? Yep. Ja, aber drei Erfolge könnte echt, warte erstmal, vielleicht reichen die schon, sondern ich kannst du nachwürfeln. Okay. Wenn es reicht, dann reicht's. Und einmal Electronic Warfare und Intuition, aber diesmal mit insgesamt plus 1, also mit deinem VR-Bonus. Electronic Warfare war, muss ich gleich nochmal gucken. Ist das nicht alles bei Schnell? Doch, es war 4 und Intuition, hast du auch gesagt. Also 9 insgesamt. Ja, 9. Ups, hab ich jetzt wieder eine 6 gewürfelt. Hat aber 4. Moment. Moment, du kannst Moment. Deine... Ja, ich hatte nur 6 gewürfelt, ich darf 3 nachwürfeln. Nee, warte mal, das, den, was bei dir der erste ist, ist bei mir der zweite. Das heißt, den ersten hast du geschafft. Hä? Den zweiten quasi nicht. Ich weiß schon, was ich tue. Das, du musst nichts nachwürfen. Den Wurf hast du geschafft gehabt, den oberen. So, pass auf, was jetzt ist. Nee, Moment, den Electronic Warfare hatte ich nur 6 gewürfelt anstatt von 9. Ach so. Das war nochmal, ist er 6 aus Versehen gewürfelt anstatt ist er 9, weil ich die 6. Das ist so blade, ne? Dann mach. Ja. Also 3 Erfolge plus 4, also 4 Erfolge auf Electronic Warfare. Scheiße, du bist doch verteidigt, ja. Der Kapitän guckt mit seinem langen Fernglas, das nochmal ausfährt, ein bisschen auf der See rum und dann mal auf seinem Schiff, was vollkommen idiotisch ist, aber na gut, entdeckt dich fast, aber halt auch nur fast, weil da ist so eine geile Tonne mit Met und da kann man mal kurz reinhüpfen. Und du bemerkst mehrere Datenbomben an verschiedenen, sagen wir mal, wichtigeren Datenblöcken offenbar, wichtigere Datenblöcke. Das heißt, bevor ich die aufmachen kann, die Datenblöcke, muss ich erstmal die Dinge auf entschärfen. Das wäre Entrücken. Nützlich, sage ich mal. Ja, weil ich die nicht ohne einfach ziehen kann. Das ist Software und Intuition plus 1. Ja, ja. Ein Erfolg. Jawoll! Da kotzt er. Zwei Erfolge hast du. Ich habe 2 Erfolge, ja. So, netter Erfolge, dann mal, ansonsten geht sie hoch, wahrscheinlich in der Mann. Aua. Wie er sich bei mir immer freut, gell? Ich freue mich bei jedem, den ich kaputt mache. Das ist... Nee. Du zerfickst immer nur mich. Weißt du, warum ich so viel Konsti und Panzerung habe? Warum denn? Damit das nicht so schnell passiert, also wie zerfickst. Achso. Weißt du, dass du mal einen Schadenswiderstand bekommen? Mal gucken, wie viel Schaden die macht. Du warst der Einzige, dem erlaubt wurde, sich einen richtigen Runner zu basteln, weil Flumi und ich uns Fluff-Charaktere basteln mussten. Als ich damals ankam, ich mach 5 Resonanz, hat er gesagt, kannst dich mal ficken und zwar ganz fett. Natürlich, aber hat der Resonanz? Der Typ hat ja auch nicht außer seiner Panzerung. Er hat auch nur 4 Skills wie du. Was möchtest du? Du möchtest, dass ich einen Dings mache? Einen Schadenswiderstandswurf. Muss ich dir auch noch sagen, was das ist, bestimmt, ne? War Wille und Charisma in dem Fall, oder? Nee. Weil es doch Matrix ist, da doch, ne? Na, du. Achso, du kriegst ja quasi immer. Ich krieg ja mein Matrix-Attribut, was bei mir Charisma ist. Ja, aber Matrix ist doch jetzt Attack und nicht mehr Biofeedback-Filter wie ein SR4. Gut, also warte. Was willst du dann? Ich gucke. Da Gott's da! Device Rating und Firewall. Und Device Rating ist deine Resonanz. Und Firewall ist deine Willenskraft, ja. Also, okay. Da gebe ich dir 2 Erfolge. Ich hab's immer noch nicht gefunden. Das dauert noch ganz kurz. Ich glaube nämlich, das war gar nicht so viel. Schaden oder so. Das war echt fies. Stufe mal 2, glaube ich. Das war echt fies. Warte. Das gucken wir mal lieber genau nach, bevor es hier rumpelt, Rose.
Ja klar, der Hacker kann nichts, aber Bomben basteln. Und da ist er gut Es drin. War eine Dreier-Datenbombe. Ja. Ein Dreier, das ist ja nun nicht zu viel, oder? Ja, also für einen Script-Kiddy. Er hat 6er und 5er Pools. Junge, schäm dich, dass du auch nur sagst, er ist irgendwie irgendwas. Set-Data-Bomb, so. Also, Rating D6 Matrix-Schaden. Aha. Aha. Noch besser. So, das sind quasi 9. Minus 2, also 7G. Au! Das bist du so bescheuert, ey. Wieso? Was? Das sind doch 9. Oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, das sind 9. Das sind 9 und damit kriegt er 7G, ja. Oder 7K, je nachdem. Der, ja, klar, der fucking Hacker hat ein Biofeedback reingebastelt. Nein, hat er nicht, aber du kriegst doch als Matrix-Schaden immer G-Schaden, weil du ein Technomancer bist. Du hast ja keinen Matrix-Schadensmonitor, du hast ja kein Deck. Verstehst du? Du meinst dann aber nicht G-Schaden, sondern dann meinst du K-Schaden. Nee. Du kriegst geistigen Schaden, außer bei Black Hammer oder so einem Scheiß. Oder okay. Wenn es überläuft. Und sonst kriegst du halt, wenn du Matrix-Schaden kriegen würdest, G-Schaden. Na gut, dann geht's mir jetzt scheiße. Das ist richtig. Du versuchst das Pulverfass, die Lunte, die ist immer an quasi, auszutreten und es rumpelt ziemlich doll. Ja, die Daten werden zurück. Dabei nicht gelöscht. Ja, ich zieh mich zurück. Ja, ich hab's gehört. Ich kann da auch nichts dafür, Düss. Ja, ich kann nichts dafür. Klar das war kannst eine du. Was Datenbombe. Dafür. Du sagst immer, ich erhöhe die Pools. Ah ja, tust du ja auch. Sei froh, dass es so, abgelaufen ist. Das hätten auch 18G werden können. Das hätten auch 18G sein können, wenn man da 13 gefragt. Hätte er, wird er, Deda, weißt du? Ja, macht Bumm. Ich mach schlafen jetzt. Das wird erstmal nichts mehr hier. Ja, wenn er auf der auf dem Rücksitz da anfängt zu zappeln. Schau ich ihn besorgt an und schau dann besorgt Jojo an. Wieso ihn? Sie. Er kriegt's immer noch nicht hin. Entschuldigung. Ich traurig. Und wieso sollte sie anfangen zu zappeln? Ich weiß nicht. Wenn sie 9G kriegt auf einmal? 7. 7, oh, mein Freund. Ja gut, da wird dann gar nichts. Die stöhnt wahrscheinlich und dann denkst du erstmal, oh, sie ist so geil, Lisa. Und dann sieht sie eher nicht so aus und dann geht er erstmal schlafen. Ja, nix dann. Gut. Alle anderen Daten, die ich mir ziehen konnte in der Zwischenzeit, wo nicht Starter gebombt war, dann scheiße halt. Ja, das sage ich euch dann. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. Was ich mich jetzt gerade tatsächlich frage, ist, ob wir lizenzrechtlich jetzt eigentlich einen Packungsbeilagenzettel an unsere Sessions anheften müssen oder ob wir immer noch so durchgehen, weil ich am Anfang gesagt habe, zu Risiken und Nebenwirkungen und so weiter. Falls ihr irgendwelche Nebenwirkungen oder Risiken verspürt, dann tut's mir leid, dann solltet ihr aufhören. Also falls ihr irgendwelche Ermüdungserscheinungen beim Hören habt oder so, dann müsst ihr mal schön ausmachen, Pause machen. Mehr Klicks gibt das dann für unsere YouTube-Videos, ihr versteht schon, was ich meine. Aber das ist ja auch egal. Also, gab wieder Fett auf die Fresse für Billy. Was gibt's auch mehr zu sagen als das? Dem Spielleiter macht das richtig Spaß. Schön Bombe in die Fresse gekriegt. Kaman freut sich dann immer auch ganz dolle. Flummi ist ruhig gewesen. Ich weiß gar nicht warum. Und ich habe mich mal wieder aufgeregt. Aber das gehört, glaube ich, dazu. Ansonsten war ein tolles Gespräch, fand ich, mit wieder mal Matrix und Magie erklären Versuche. Also quasi die Sendung mit der Maus. Die Sendung mit den White Russians oder die Sendung mit der Tranny oder die Sendung mit dem grünen Ork oder die Sendung mit der Jojo, wie man es nennen möchte, jetzt darfst du natürlich den Spieler da nicht vergessen. Die Sendung mit der Trollballerina und der Erwin, die alte Sau. Liebe Zuhörer, wenn ihr nicht wisst, was das mit der Erwin auf sich hat, dann müsst ihr euch A40 anhören vom sehr verehrten Herrn Goselink. So heißt er aber gar nicht. Vom Herrn Gosen, so heißt er, richtig. Der Freund vom Herrn Malmsheimer. Wie ihm auch sei, ich mach's kurz, die Folge war ja auch schon wieder gehörig lange, beziehungsweise die Session.
Und damit komme ich zu den Common Creative License 4.0, denn unter denen laufen die White Russian. Das heißt, ihr dürft euch gerne Stücke ausschneiden da aus dem Podcast, dürft die gerne wiederverwenden und dann müsst ihr aber in dem Fall ein Label anhängen. Bis jetzt hat es noch keiner gemacht, also ich habe noch keinen Podcast gehört, der irgendwelche Stücke von uns verwendet, bis auf die Jungs von Fast Forward, von denen ich auch nichts mehr gehört habe die Tage bis jetzt. Schade eigentlich. Freue mich auch, dass es bei denen mal weitergeht. Ja, ansonsten gibt's die Firma oder die Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika, die die Rechte an Shadowrun hält oder beziehungsweise mit Catalyst zusammen die Rechte an Shadowrun hält. Daran haben wir also keinerlei Rechte an dem Namen Shadowrun. Der gehört der Tops Incorporated nach wie vor in den Vereinigten Staaten von Amerika und wird vertreten in Deutschland durch den Pegasus Verlags GmbH. Oder durch die Pegasus Verlags GmbH. Wenn mir mal jemand sagen kann, wie die Rechtsform richtig ausgesprochen wird, dann würde ich mich auch sehr freuen. Ist aber auch bis hierhin relativ uninteressant. Jedenfalls, Shadowrun gehört nicht uns, gehört den anderen. So. Des Weiteren gehört die Intro-Music, speziell die Intro-Music Let It Snow, das ist das Titellied, dem Instrumental Core. Und das Outro-Lied ist von, jetzt kriege ich es wahrscheinlich hoffentlich beim ersten Mal hin, The Jake Lee Project mit dem Lied This Is Halloween. Gut, ich glaube, ich hab's dann auch soweit. Es ist Montag, ich warte gerade auf die anderen Spieler, deswegen mache ich eben noch gerade mal schnell ein Outro fertig und ein Intro und überhaupt. Und ich mache jetzt Schluss. Ich wünsche euch allen ein tolles Leben. Viel Spaß und bleibt geil. Eure White Russians und der Düse aus.